Großer Finaltag für Nachwuchstennisspielerinnen und Nachwuchstennisspieler aus ganz Deutschland. Zum vierten Mal jährten sich die Junior Open beim Tennisclub SCC Berlin. Für den Verein ist es eine große Ehre, das Turnier in diesem Jahr erstmalig im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Angie Kerber Tennis Akademie auszutragen. Und wir haben vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr eine Anfrage bekommen von der Academy von Angie Kerber in Posen. Sie suchen Partner, Kooperationspartner, wo sie ihr Camp ein bisschen bewerben können, beziehungsweise ihre Academy bewerben können. Für die Sieger gab es daher die Möglichkeit, einen mehrtägigen Aufenthalt in der Angie Kerber Akademie inklusive Unterbringung zu gewinnen. Auch die Zweit- und Drittplatzierten wurden mit einem Preisnachlass für ein Trainingscamp in der Akademie der Wimbledon-Siegerin von 2018 belohnt. Und die Sieger unserer jeweiligen Konkurrenzen von U10, U12, U14, U16, U18 gewinnen jeweils einen kostenlosen Auftritt, 4 Tage lang in Posen. Umso spannender waren natürlich die Endspiele der Altersklassen U10 bis U18. Auf den Courts des SCC schenkten sich die Mädels und Jungs nichts. Schließlich wollte jeder seine absolute Bestleistung zeigen, um zu gewinnen. Im ersten Finale am Vormittag spielten Maximilian Sperling vom LTTC Rot-Weiß und Jonas Vatter vom TCGBG 1919 Tegel um den Sieg in der U16 Altersklasse. Beide gaben Vollgas, doch am Ende konnte sich Maximilian Sperling in 2 Sätzen relativ eindeutig mit 6:2 und 6:3 durchsetzen. Auf jeden Fall, es war ein richtig geiles Spiel, waren gute Rallyes dabei und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Beim U14-Finale der Mädels trafen Anna Filiakowskaja vom TC Lichterfelde und Daria Remetian vom Leipziger Sportclub 1901 aufeinander. Nach einem starken Start der Nachwuchsspielerin des TC Lichterfelde konnte Daria Remetian den Rückstand zwar noch einmal verkürzen, am Ende entschied aber Anna Filiakowskaja das Spiel mit 6:3 und 6:4 für sich. Also mittendrin, es war ziemlich schwer, vor allem in der Hälfte vom ersten Satz. Da hat sie ganz schnell mal aufgeholt, bei 4-1 hat sie es zu 4-3 geschafft. Da war ich ein bisschen verunsichert, aber dann habe ich es doch noch geschafft. Große Vorfreude auf die Präsenz in der Angie Kerber Akademie war den Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern ins Gesicht geschrieben. Für viele von ihnen geht mit der Teilnahme an dem Trainingscamp ein Traum in Erfüllung. Ich wollte unbedingt es schaffen. Ich habe immer Kondi-Übungen und sowas gemacht, weil ich einfach unbedingt das gewinnen wollte. Und die ganzen Matches durchgehend habe ich einfach nur daran gedacht, wie schön das wäre, dass ich da einmal sein könnte, weil es wirklich so unglaublich ist, auf so ein Trainingscamp mal zu gehen. Also ich freue mich noch auf die 4 Tage Training bei Angie Kerber und hoffentlich sehe ich sie und hoffentlich lerne ich noch was dazu für mein Spiel. Wir von Hauptstadtsport TV gratulieren natürlich allen Gewinnern, allen Finalteilnehmern und überhaupt allen, die dabei waren und Spaß hatten, und wünschen viel Spaß beim Aufenthalt in der Angie Kerber Tennisakademie.